هنا مروا وكانوا قدوة للناس. Ich würde dich mal kurz fragen, glaubst du, ob Jesus Gott ist? Weil das ist ja unsere These und deswegen möchte ich dich auch an das Thema erinnern. Jesus ist nicht Gott. Was ist deine Überzeugung? Ich finde, es ist das komplexeste Thema in der Bibel und Jesus sagt es nicht von sich direkt aus. Er macht ein Geheimnis daraus. Und warum er es macht, möchte ich heute auch zeigen per Screensharing und anhand der Verse, die ich hier vorbereitet habe für euch, weil ich auch gehört habe, dass er es von sich aus nicht sagt, zumindest nicht direkt. Also hieß es in dem Livestream. Okay, Rarash. Rarash, grüß dich. Erstmal hallo. Du sagst, dass er daraus ein Geheimnis gemacht hat. Und das ist genau das, was Bruder Harun und wir, ja, was Bruder Harun und wir eingangs auch erwähnt haben. Denn die Botschaft von Gott sollte nicht für eine bestimmte Elite sein, sollte nicht für Akademiker sein. Sie sollte für Akademiker sein, aber sie sollte für die gesamte Menschheit sein. Ja? Und da muss die Botschaft klar, deutlich kommuniziert werden. Zu sagen, Jesus hat daraus ein Geheimnis gemacht, das kommt so rüber, als wäre Jesus, Friede und Segen mit ihm, ein schlechter Kommunikator. Er hätte irgendwas verheimlicht. Ich meine, man muss sich vorstellen, die zweite Person der Trinität, Gott, kommt auf die Erde und dann schafft er es nicht mal, so eine essentielle Botschaft zu vermitteln. Warum kommt er überhaupt dann auf die Erde? Das heißt, aus dieser Sicht, und ich würde dir da widersprechen, Rarish, jetzt muss ich den Namen nochmal lesen, ja, Rarish, Jesus hat klar und deutlich kommuniziert, wer Gott ist. Johannes 17,3. Jesus macht ein Bittgebet zum Vater. Und wenn wir vom Vater sprechen, das geht auch vor allem an die Muslime, nicht, dass hier ich missrepräsentiert werde. Wenn wir über Vater sprechen, dann sprechen wir über den Vater, wie es die Juden verstehen. Nicht in einem wortwörtlichen Sinne, sondern wenn wir vom Vater sprechen, beziehen wir uns auf den allmächtigen Gott. Und der islamische Gelehrte Ibn Taymiyyah in seinem Buch Jawab al-Sahih erwähnt auch, dass wir im Dialog mit Christen Begriffe wie Vater, Sohn verwenden dürfen. Nicht im wörtlichen Sinne. Jesus spricht ein Bittgebet. Die Stunde ist nah. Vater, dies ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Meine Frage an dich. Stellen wir uns vor, wir haben ein Unternehmen und wir haben einen neuen CEO oder wir haben einen neuen Manager und ich muss ihn vorstellen und wir haben hier ein Publikum von 100 Leuten. Und ich tätige die Aussage, dieser Mann hier ist der einzige Manager dieses Unternehmens. Meine Frage an dich, kann es in diesem Unternehmen, wenn die Aussage wahr ist, einen zweiten Manager geben? Es ist das, was viele Muslime falsch interpretieren, dass wir irgendwie einen zweiten... Das ist eine Ja- oder Nein-Antwort. Das ist ganz simpel. Wenn die Aussage wahr ist, das ist der einzige Manager in diesem Unternehmen, kann es noch einen zweiten Manager geben, wenn die Aussage wahr ist? Also wie willst du das vergleichen in dem Kontext zur Bibel? Dass wir das ist eine komplett schlüssige Analogie. Nee, vergiss den Vers in der Bibel. Kommen wir zu diesem weltlichen Beispiel. Ich sage zu dir, dass dieser Mann hier der einzige Manager in dem Unternehmen ist. Und mit der Annahme, dass dies eine wahre Aussage ist, kann es einen zweiten Manager geben? Es kann einen Stellvertreter geben. Kann es einen zweiten Manager geben? Es geht nicht... Ich denke, du interpretierst das oder willst das so formen, dass wir hier sagen, einen zweiten Gott. Nee, überhaupt nicht. Meine Frage ist, kann es in diesem Beispiel einen zweiten Manager geben? Ich meine, ich denke, jeder hat das verstanden. Nein. Nee, nicht. Gut. Wenn jetzt Jesus sagt, der Vater ist der einzig wahre Gott, kann es einen zweiten Gott geben? Oder eine zweite Person, die gleich ist, gleich existent, gleichgestellt mit dieser Gottheit? Nein. Okay, wie kommst du dann drauf, dass die Person, die sagt, der Vater ist der einzig wahre Gott, er sagt nicht, Gott ist der einzig wahre Gott, weil dann hättest du einen Punkt, in dem du sagen könntest, ja, mit Gott meinte er auch sich.
Aber der Vater ist definitiv nicht der Sohn. Das heißt, wenn der Sohn sagt, der Vater ist der einzig wahre Gott und Jesus Christus ist ein Gesandter von Gott, dann ist es unmöglich, ohne in den Polytheismus, das heißt in die Götzendienerei zu verfallen, dass man sagt, Jesus ist auch Gott. Nun, der Klaus hat gesagt, dass dort der Thomas sich hingekniet hat. Also ich weiß nicht, welche Bibel er liest, der Klaus, aber das steht da nicht. Ja. Doch, das hast du gesagt. Die Stelle von Thomas, wo er nach Jesus Auferstehung vor Jesus niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott, vor Jesus niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Aber er hat sich nicht hingekniet. Er hätte das natürlich, es ist auch ein bisschen, also worum geht es? Wir müssen den Kontext beachten. Ich vermute, ich kann das nicht beweisen, dass das Sadduzäer war, weil er glaubte nicht an die Auferstehung der Toten. Deswegen hat er ihm seine Hände gezeigt und hat gesehen, dass dieser Mensch aus den Toten auferstanden ist. Und dann hat er eben gesagt, aus diesem Kontext heraus, mein Herr und mein Gott. Er hat nicht erwartet, dass der unendliche, unsterbliche, allwissende, unsichtbare Gott vor ihm steht. Und eben der Logos im Fleisch, sowas gibt's nicht. Also der Logos ist der Logos und Jesus ist Jesus. Und Maria hat ein Kind geboren und war die Mutter. Und ansonsten wäre sie eigentlich nur ein Katalysator, die einen Nichtmenschen in einen Menschen transformiert hat. Aber das ist eben nicht biblische Theologie. Der nächste Punkt ist Proskuneo. Das hat der Sebastian schon sehr schön erwähnt. Man muss diese Verse durch die Dreifaltigkeitsbrille interpretieren, um zu sagen, ja, aber wenn es Jesus betrifft, dann ist es natürlich was anderes. Das kann man selbstverständlich machen. Man hat also einen gewissen Denkrahmen und in diesen Denkrahmen werden die Bibelverse dann reingepresst. Das kann man machen. Ob man damit der Bibel gerecht wird, ist eine andere Sache. Denn Jesus hat in Matthäus 6 ganz klar gelehrt, wie wir zu beten haben. Und das ist ein Befehl von Jesus. Man kann sich an die Befehle von Jesu halten oder sie versuchen umzudeuten. Und ich bin auch davon kein Freund. Dann wurde noch die Wesensgleichheit mit Gott erwähnt. Das gibt es selbstverständlich auch nicht in der Bibel. Das kommt aus dem Neoplatonismus für die sich damit befassen wollen. Dort kommt das nämlich her, dass man dann gesagt hat, man musste nämlich irgendwie eine sprachliche Fixierung erwirken, um aufzuzeigen, dass jetzt der Vater von derselben Substanz ist. Ja? Also auch sowas gibt es nicht. Jahwe ist einzigartig im AT, sagt er das immer wieder, niemand ist wie ich, mit wem wollt ihr mich vergleichen, mit dem Göttersohn, er ist absolut einmalig, er wurde nicht gezeugt und erzeugt auch nicht. So, er spricht und es wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, was Hadu noch gesagt hat, Johannes 5, 37, Jesus gesagt, niemand hat Gott je gesehen, noch seine Stimme gehört, weil Gott ständig durch Mittlerwesen spricht. Ja. Okay, sehr gut. Vielen Dank, Alex. Ich gebe Klaus das Wort. Bitte, Klaus, du kannst reden. Ja, also nochmal, es sind viele von den Fragen, die aufgeworfen werden, sind gar nicht so kompliziert. Jetzt vielleicht gerade mal zu zwei von den Dingen, die Alex leider wahnsinnig falsch gesagt hat. Einmal hast du gesagt, es gibt den Logos im Fleische nicht. Vielleicht solltest du auch Johannes 1 weiterlesen bis Vers 14, denn dort heißt dann, dass das Wort Fleisch wurde. Da steht genau das, wo du sagst, das gibt es nicht. Das andere ist, dass eben tatsächlich dieser Logos von Anfang an war. Und da klingt nicht nur Platonismus durch, um den es sowieso nicht geht, sondern da steckt eben die Schöpfungsgeschichte drin, wo Gott spricht und durch das gesprochene Wort wird alles geschaffen. Und dieses gesprochene Wort ist Jesus, der dann in Vers 14 von Johannes 1 Fleisch wird, zu einem Menschen, wenn man so will. Das andere habe ich mir notiert, kann ich gerade gleich, achso, Gott gleich. Dass es keine Wesensgleichheit gibt. Das ist ja gerade der Punkt in Johannes 5, Vers 18 und 17 und 18, der angesprochen wird. Jesus nennt Gott seinen Vater, er nennt sich damit Gottes Sohn. Und dann sagen die Juden, du hast dich damit Gott gleich gemacht. Du hast damit Wesensgleichheit beantragt. Und Jesus sagt auch nicht, nein, falsch verstanden. Nein, Jesus sagt ganz klar, dass das genau der Punkt ist. Er ist die Quelle des Lebens. Und dann werden Dinge aufgezeigt. Gerade in diesem Kapitel, in Kapitel 5, wird gezeigt, dass genau das gemeint ist. Jesus hat Wesensgleichheit mit Gott. Das hat er so erklärt und das haben die Menschen so verstanden.
Dürfte ich da vielleicht einhaken, bevor ich das Wort weitergebe? Es war noch mehr falsch, aber leider, ja. Möchtest du noch auf was eingehen, Klaus? Du kannst gerne noch weiter. Hast du noch was? Eigentlich, wie gesagt, eigentlich wollte ich ja zu meinen anderen Punkten noch kommen, aber ich glaube, das ziehe ich hiermit zurück. Okay. Das Problem ist, du hast dir nicht nur Jesus Wörter in den Mund gelegt, du hast jetzt auch mir leider Wörter in den Mund gelegt. Du hast gesagt, Jesus hat gesagt, das ist so. Das hat er nicht gesagt, an keiner Stelle von Johannes. Und wir haben kein Problem damit zu sagen, dass Jesus das tut, was der Vater tut. Ja, das ist ja das Profil eines Gesandten. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen umzusetzen, sagt Jesus, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja, das unterstreichen wir, Klaus. Also ich würde dich vielleicht herzlich einladen, dich auch mit dem islamischen Narrativ zu beschäftigen, weil das sind genau die Punkte, wo wir überhaupt keinen Dissens haben. Das steht ja gar nicht außer Frage. Und nochmal zum wiederholten Male, dass Jesus Wunder vollbringt. Wir glauben sogar an spezifische Wunder, dass er Tote wiedererweckt hat. Das kommt aus dem islamischen Narrativ auch hervor. Dass er beispielsweise aus seinen Händen eine Taube in die Existenz gebracht hat. Aber war er das? Nein, Apostelgeschichte 2,22, er wurde beglaubigt. Wenn er die Quelle von Macht ist, wie kann es sein, dass ihm diese Vollmacht gegeben wird, wenn er Gott ist? Und du hast meine Frage beantwortet, du hast gesagt, ja, Gott kann einen Gott haben und das ist die Definition von Polytheismus. Das ist kein Monotheismus mehr, auch wenn man es einen trinitarischen Monotheismus nennt, das ist per Definitionem Polytheismus. Und daher laden wir unsere christlichen Mitmenschen ein, das zu tun, was Jesus getan hat, den einen allmächtigen Gott aufgerufen. Ich, der Vater, ist der einzig wahre Gott. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich von mir selbst kann nichts tun. Wie kann es sein, dass Gott von sich aus nichts tun kann? Ich richte, wie ich höre. Das heißt, er kann nicht mal reden, ohne das, was er hört. Also er ist abhängig vom Vater. Denn mein Gericht ist gerecht. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen umzusetzen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn Enes sagt, das hat er eingangs erwähnt, wir sagen ja nicht, die Bibel ist falsch. Wir sagen, dass von der Originalschrift bestimmte Punkte emaniert sind, die völlig kohärent sind mit dem Gotteskonzept der Juden und mit dem Gotteskonzept der Muslime, nämlich, dass wir einen einzigen Gott haben, so wie es im Schema. Nochmal, ein letzter Punkt noch. Schema. Subhanallah. Was sehen wir im Neuen Testament? Jüdischer Schriftgelehrter kommt zu Jesus, Yarhamukallah, und fragt ihn, was ist das erste Gebot? Jetzt stellt man sich die Frage, ein jüdischer Schriftgelehrter, der die Schriften bestens kennt, stellt ihm so eine primitive Frage. Was war die Antwort von Jesus? Er hätte jede Möglichkeit, ein trinitarisches Gotteskonzept zu artikulieren. Er hat das Publikum, er hat die Frage bekommen. Was macht er? Er erwähnt exakt das Schema von Moses. Höre Israel, unser Gott ist ein einziger. Weder fügt er ein einziges Wort hinzu, noch tut er ein einziges Wort weg. Und dann sagt er, du sollst deinen Herrn lieben mit allem Herzen, mit ganzem Verstand. Bro, wie soll ich den Herrn lieben mit ganzem Verstand, wenn er ein trinitarisches Gotteskonzept hat, was ich weder von der Bibel extrahieren kann und den Gesetzen der Widerspruchsfreiheit widerspricht? Dann geht es weiter. Letzter Punkt, weil der Vers ist noch nicht zu Ende. Dann sagt der jüdische Schriftgelehrte, richtig hast du gesprochen. Er ist der Einzige, das heißt, der jüdische Schriftgelehrte bestätigt ihn. Das heißt, was war seine Intention? Er wollte sehen, ob er ein Mann von Gott ist. Er wollte ihn testen. Und was sagt Jesus danach? Wieso korrigiert er ihn nicht? Er weiß ganz genau, dass der jüdische Schriftgelehrte ein falsches Gotteskonzept hat. Er glaubt nicht an ein trinitarisches Gotteskonzept. Er korrigiert ihn nicht. Wisst ihr, was er zu ihm sagt? Richtig hast du gesagt, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Du bist nicht weit weg vom Paradies. Entweder war er ein schlechter Kommunikator, oder er hat gelogen, oder es ist die Wahrheit. Jeder christliche Mitmensch, der zusieht, kann sich das aussuchen. Wir glauben, er war weder ein schlechter Kommunikator, ja, noch hat er ihn angelogen, sondern er hat die Wahrheit gesprochen. Das ist eben das Misskonzept, was Muslime da ranlegen. Die Bibel spricht von einer Dreieinigkeit, wo das Dinge gemeinsam sind. Das Wesen ist eins, aber die Personen sind drei.
so sind in der Ehe zum Beispiel, ist das Wesen soll auch eins sein. Leider Gottes ist es nicht immer so in der Ehe. Will Gott allen Ehepaaren helfen, auch euch. Trotzdem sind die Personen zwei. Aber trotzdem ist ja, das... Ja, aber Person zwei heißt bei der Ehe zwei unterschiedliche Fähigkeiten, Personen. Zwei unterschiedliche Willen, zwei unterschiedliche... Und genau, wie haben wir es bei der Dreieinigkeit? Haben wir da unterschiedliche Willen zwischen den einzelnen Parteien? Deshalb sagt ja Gott, dass Vater und Mutter, ja, dass Mann und Frau eins werden sollen. Das ist leider nicht immer der Fall. Deshalb gibt es manchmal einen Willen, der entgegengesetzt ist oder der ganz anders ist oder was auch immer. Das gibt es leider, aber das soll gar nicht so sein. Sondern Gott will, dass... Ja, aber du hast gesagt, Mann und Frau werden als Echad bezeichnet. Ja, Mann und Frau, die denselben Willen haben, sondern einfach nur Mann und Frau. Die sollen eine Einheit werden, die sollen ein Echad werden. Die sind es leider nicht immer. Das hat was mit unserer gefallenen Schöpfung, mit der Sünde zu tun. Aber der Wille von Gott ist, dass sie die eins werden. So, Entschuldigung, Kamera ist hier. Aber wieso, also was ich nicht ganz verstehe, ja, was ich ehrlich gesagt nie ganz verstehe und bis heute würde ich es wirklich gern verstehen und eine vernünftige Antwort drauf haben, wenn wir von den einzelnen Parteien immer von, die haben beide dasselbe Wissen, sie haben alle drei dasselbe Wissen, denselben Willen, das heißt, sie würden sich niemals widersprechen, weil es eins ist. Wieso haben wir dann so viele Verse, wo gesagt wird, nicht ich, sondern der Vater, wo ja eine klare Unterscheidung gemacht wird? Das dürfte ja eigentlich nicht sein, solche Verse, sondern man müsste eigentlich immer Verse haben, wo er sagt, egal ob ich oder der Vater, denn wir sind eins. Da haben wir sehr, sehr viele Verse, weil Sascha gefragt hat, wo eine klare Unterscheidung gemacht wird. Wieso haben wir die, wenn alles eins ist? Wo verschiedene Personen sind, können natürlich verschiedene Gedanken sein. Das heißt aber nicht, dass, also ich kann mit meiner Frau zum Beispiel, kann ich unterschiedliche Ansichten haben und trotzdem in einer Einheit handeln. Und so ist es im Prinzip auch bei Jesus. Jesus als Mensch hatte keine, ich sag mal, Lust drauf, keine Lust drauf, gekreuzigt zu werden. Das war nicht das, wo er gesagt hat, ah, das will ich jetzt. Aber er wusste, dass der Wille des Vaters ist, dass alle Menschen gerettet werden. Aber der Wille des Vaters ist auch gleichzeitig auch sein Wille. Oder sagst du, der Wille ist verschieden? Ja, und dann hat er sich mit dem Willen eins gemacht. Also sie waren davor unterschiedlich? Dein Wille. Also sie waren davor unterschiedlich und dann hat er es eins gemacht, weil davor wollte er es ja nicht. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Bleiben wir bei dem Beispiel. Das passt sehr gut, keine Bange. Und es ist auch ein biblisches Beispiel von Dreieinigkeit, nämlich wir Menschen. Wir haben einen Körper, eine Seele und einen Geist. Bin ich drei? Nein. Hat mein Körper manchmal Lust, Sport zu machen? Nein. Aber meine Seele sagt ihm, du musst jetzt ran. Und dann sagt mein Körper, na gut, bin ich deshalb gespalten in mir? Nein. Doch, und du bist gespalten in dir. Dein Körper sagt nein, dein Kopf sagt aber ja, das ist wichtig. Und so haben sozusagen die einzelnen Bestandteile einen unterschiedlichen Willen oder einen unterschiedlichen Willen, kann man sagen. Aber du sagst ja, bei dem Sohn, der Vater und dem Heiligen Geist, hatten wir jetzt einen unterschiedlichen Willen, so wie beim Körper, oder hatten wir immer denselben Willen? Nochmal, Jesus hat sich mit diesem Gebet eins gemacht. Also davor war es, aber davor war es nicht eins. Davor waren die Willen unterschiedlich. Der ist auch danach noch so. Das ist auch danach noch so, dass Jesus keine Lust hatte, gekreuzigt zu werden. Sicher. Aber Jesus ist doch selber Gott. Wie kannst du sagen, er hatte keine Lust, gekreuzigt zu werden, aber Gott hatte Lust. Aber Jesus ist wiederum Gott. Dann musst du ja sagen, er hatte Lust drauf. Also du musst. Ich finde, man muss immer bei all diesen Sachen muss man immer, wenn man sagt, also der Sohn, der Vater. Da muss man immer alles durch eins ersetzen. Und zwar der Sohn, der Sohn, der Sohn. Das muss auch schlüssig werden. Der Vater, der Vater, der Vater. Weil wenn wir sagen, dass es dasselbe ist, wir haben einen selben Willen, wir haben dieselbe Macht, also wir haben nicht einen selben Willen. Und das ist das, nein, es ist nicht korrekt, dass man Vater mit Sohn ersetzen kann. Da gibt es dieses schöne Bild von Dreieck und was in der Mitte, wo zeigt Jesus, also Jesus ist Gott, oder der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott, der ist Geist. Aber Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nicht Gott. Gott ist nicht der Geist. Ja, aber man muss es erklären, wenn ich sage, Jesus ist nicht Gott, dann sage ich, okay, was ist der Unterschied? Schau mal, stell dir mal vor, es gibt einen Menschen. Es gibt einen Menschen. Und in diesem Mensch steckt mein Geist, dein Geist und Saschas Geist. Nein, Saschas Willen. Dann haben wir drei verschiedene Willen.
Das heißt, wir haben drei verschiedene Personen, wir haben drei verschiedene Seelen in einer Person. Und dann könnten wir darüber sprechen. Und jetzt sagst du, nein, das ist aber nicht so bei der Dreieinigkeit. Dann sage ich, okay, was ist denn der Unterschied zwischen diesen einzelnen Personen? Bei Sascha, Klaus und Anders wäre es, wir haben verschiedene Willen, wir haben verschiedene Einstellungen, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Was ist denn bei Ihnen der Unterschied bei diesen drei? Der Unterschied ist, dass Gott der Vater im Himmel ist, nicht nahbar, und er ist der Vater, und wie es in jeder Familie auch ist, etwas salopp gesagt, möge Gott mir vergeben, der Vater ist auch der Chef. Deshalb unterstellt sich Jesus. Hat der Vater Sohn, mehr zu sagen als der Sohn? Jesus als guter Sohn unterstellt sich dem Vater. Jesus selber sagt im Matthäusevangelium: Von jenem Tag aber und jener Stunde, weil ich komme jetzt nochmal zurück auf die Göttlichkeit Jesu, von jenem Tag aber, jener Stunde, das heißt von seinem zweiten Kommen, weiß niemand. Nicht die Engel im Himmel, nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Monogene. Wir haben hier drei Namen, die in einem Vers erwähnt werden. So, jetzt stell dir vor, ein Christ kommt und extrahiert aus dem die Trinität und sagt, wir haben eine Gottheit in drei Personen, die Engel, den Sohn und den Vater. Das ist doch keine Exegese. Das ist doch nicht eine Herangehensweise, wie wir Texte interpretieren. Und meine Frage jetzt mit diesem Vers, Klaus, wie kann es sein, dass wir Gott einen Mangel an Wissen zuschreiben, indem er sagt, niemand weiß es, also das heißt, er exkludiert jeden. Und dann betont er diese Exklusion nochmal, dass es die Engel definitiv nicht wissen, dass es der Sohn nicht weiß, und dann inkludiert er eine einzige Person der Trinität, der Vater, alleine, monogene. Wie kannst du deine Christologie, dein Verständnis von Christus, von Jesus, mit diesem Vers in Einklang bringen? Bei einer Hochzeit ist es auch so, dass nur der Vater den Zeitpunkt weiß. Das heißt, eigentlich wissen alle, dann und dann, an dem und dem Datum ist Hochzeit. Bei einer jüdischen Hochzeit, Entschuldigung, nicht bei, also es heißt jetzt, bei einer deutschen Hochzeit mag das anders sein. Aber bei einer jüdischen Hochzeit war im Allgemeinen bekannt, wann, aber es war die Ehre des Vaters, dass er bestimmt, wann der Bräutigam genau die Braut bekommt. Und das ist das Bild, was da hinten dran steht, dass Jesus sehr wohl weiß, wann die Hochzeit ist, wann er wiederkommt. Das wird ja gerade in den Versen vorher deutlich, nämlich was für Zeiten dann alle auf uns zukommen, was dann alles passiert, erzählt Jesus minutös. Aber als Mensch auf der Erde war es die Ehre von dem Vater, die er dem Vater gegeben hat, dass nur der Vater das benennt. Übrigens dieselbe Frage. Nee, dann wäre aber die Antwort anders gewesen. Moment bitte. Ja. Dieselbe Frage wird Jesus nochmal gestellt nach seiner Auferstehung. Da wird sie anders beantwortet. Weil er dann wieder bei seinem Vater im Himmel hat, dieselbe Herrlichkeit hat, die er auch schon vor Erschaffung der Welt hatte, wie die Bibel auch klar sagt, dass Jesus eben auch präexistent ist, vor der Schöpfung existiert hat. Und dann wird gesagt, ihr braucht das nicht wissen. Das sagt Jesus nicht mehr, der Sohn weiß es nicht. Sondern dann, aber es ist eben die Ehre des Vaters, den genauen Zeitpunkt zu wissen, obwohl Jesus sehr genau wusste, wann der letzte... Aber kurz, nur ein Satz, dann hätte er nicht gesagt, das weiß ich nicht, sondern hätte er gesagt, ich sage es euch nicht, denn die Ehre gebührt nur dem Vater. Dann das wäre eine klare, deutliche Ausdrucksweise. Ja, ich würde da gerne drauf eingehen. Es ist ganz klar, also wenn du vorher keine Wortklauberei gemacht hast, Klaus, tust du es jetzt. Sorry, dass ich das erwähnen muss. Aber Jesus sagt hier, ohne jegliche Ambiguität, ich weiß es nicht. Der Sohn weiß es nicht. Das ist mal der erste Punkt. Aber der viel gravierendere Punkt ist, allein dass du sagst, dass der Vater alleine den genauen Zeitpunkt kennt, kippt das komplette trinitarische Gotteskonzept. Denn aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis geht ganz klar hervor, dass der Vater eine Person ist, dass der Sohn eine andere Person ist, der Heilige Geist eine andere Person ist. All diese drei sind gleichgestellt in ihrer Gottheit. Und Jesus ist nicht Gott geworden mit der Inkarnation. Jesus war vorher Gott, Messias auf der Erde Gott und danach Gott. Das heißt, in seiner Gottheit wusste er ganz klar nicht, wann der jüngste Tag ist. Und wenn diese Interpretation stimmen würde, die du sagst, dann hätte er sagen müssen, ganz klar, wie du es gesagt hast, dass der Vater den genauen Zeitpunkt kennt und ich ungefähr weiß, wann der Tag sein wird. Ja. Aber er hat hier ganz klar gelogen.
ganz kurz eine Sache. Sorry, aber das ist, finde ich, so ein krasses Beispiel, dass wir sagen, das ist klar und deutlich und die Trinitarier drehen es genau, wie es passt. Das heißt, selbst wenn Jesus vor ihnen steht und sagt, ich weiß es nicht, das weiß nur Gott, damit schreibt er sich selber keine Gottheit zu. Wenn er sagt, ich habe keine Macht dazu, nur Gott hat die Macht dazu. Das heißt, selbst wenn er solch deutliche Worte sagen würde, sie würden ihn trotzdem noch anbeten. Und deswegen sage ich ja, sie nehmen jegliche Argumente nicht mehr hin, sondern sie haben sich bereits für ein Konzept entschieden und werden davon nie wieder, das ist so klar und deutlich. Entschuldigung, wenn du diesen Vers irgendeinem Menschen gibst, wenn du diesen Vers irgendeinem Menschen gibst, der wird es eins zu eins so verstehen. Er sagt, hier ist eine klare Unterscheidung. Und du sagst, nein, ich weiß nicht, muss ich übersetzen in die Ehre gebührt nur dem Vater. Nee, das steht da nicht. Und im Kontext, nochmal, habe ich vorhin schon gesagt, wird ja klar, dass Jesus sehr wohl weiß, wann der jüngste Tag kommt. Er beschreibt die umgebende Zeit ringsherum komplett genau und so weiter. Und Jesus ist allwissend. Das kommt immer wieder raus. Jesus liest die Gedanken der Menschen. Jesus weiß das Verborgene. Übrigens auch etwas, was laut Koran nur Allah weiß. Nur Allah weiß das Verborgene. Jesus weiß das Verborgene. Er sieht die Gedanken der Menschen. Er sieht, was im Herzen der Menschen ist. Und so kommt das, so wird das deutlich. Was einschränkend an dieser Stelle ist, ist auch in Philipper 2 gesagt, dass mit der Menschwerdung, und Sertac, an dieser Stelle hast du nicht ganz recht, Jesus ist zwar Gott auf der Welt, aber er ist, man könnte sagen, eingeschränkter Gott. Er hat Dinge seiner Göttlichkeit abgelegt. Er ist als Mensch geworden. Das ist natürlich ein wahnsinniger Abstieg, wenn Gott Mensch wird. Er legt natürlich viele Dinge ab, die er im Himmel hat, seine Herrlichkeit. Wir können ihn eben anschauen. Wir können ihn anfassen. Wir können alles Mögliche machen. Das ist natürlich was so mit Gott, dem Vater im Himmel, nicht möglich ist. Deshalb wird in Philipper 2 das extra beschrieben, was da passiert ist, dass Jesus demütig, wie Gott ist, um uns zu retten. Und deshalb ist ja Jesus überhaupt auf die Welt gekommen, um uns Menschen zu retten. Deshalb ist Gott auf die Welt gekommen, weil kein anderer unsere Schuld uns nehmen kann. Das ist aber nicht ein Symptom, weil ich Dreieinigkeit haben muss, sondern das ist, ich sehe das in der Bibel, dass es so da steht, sehr klar und eindeutig, er hat es abgelegt, ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Das muss es sein, das hat gewisse Einschränkungen mit sich gebracht, so dass er auch in seinem erniedrigten Stadium, sage ich mal, auf der Welt nicht die volle Allwissenheit hatte, sondern sich an der Stelle dem Vater unterstellt hat, dessen Ehre es ist, den genauen Zeitpunkt zu kennen. Nochmal, und in der Apostelgeschichte, wo er dieselbe Frage gefragt wird, sagt er dann nicht mehr, der Sohn weiß es nicht, sondern dann weiß es der Sohn. Gut, weil also ich würde da noch gerne eingehen, bevor wir vielleicht noch Alex einbauen. Schau mal, Klaus. Das Erste, was ich sagen will, ist, du sagst, dass wir das aus einer monistischen, ich würde sagen, aus einer strikt monotheistischen Brille lesen. Und du musst offensichtlich auch zugeben, dass du das aus einer trinitarischen Brille liest. Das ist offensichtlich. Das leugnen wir auch nicht. Wir lesen das aus einer strikt islamischen Brille, wie du es aus einer strikt trinitarischen Brille liest. Die Frage ist, welches von diesen beiden Brillen erklärt das Neue Testament plausibler, wenn es sich um Jesus bezieht? Darum geht es. Also du solltest dich nicht in die objektive Position stellen, um zu sagen, okay, ich habe die trinitarische Brille, ich habe es verstanden. Wir alle, jeder Mensch hat seine Brille. Jeder Mensch hat seine subjektive Einsicht. Die Frage ist, welche ist plausibler? Der zweite Punkt ist, selbst wenn Jesus die Atome in meinem Kaffee, die Wasserstoffmoleküle in meinem Kaffee weiß, selbst wenn Jesus dir jedes Detail über die Existenz sagen kann, sagt er in Matthäus, er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Ganz egal, was er an anderen Details weiß. Entweder hat er gelogen, er hat die Jünger angelogen, oder er weiß es nicht. Ganz klar, du hast die Frage noch immer nicht beantwortet. Der dritte Punkt. Du sagst, dass wir Muslime die Trinität nicht verstehen. Das kommentiere ich gar nicht. Das überlasse ich dem Chat, ob ich spreche jetzt von meiner Wenigkeit, die Trinität verstehe oder nicht. Das könnt ihr euch im letzten Stream auch ansehen und auch heute. Ich habe Fehler, definitiv, aber dass ich die Trinität nicht verstehe, ich meine, wir haben letztens über unterschiedliche trinitarische Konzepte gesprochen. Ich mache meine Recherche, aber immer wieder diese Keule zu sagen, Muslime verstehen die Trinität nicht.
Die Trinität, da geht es nicht ums Verstehen, sondern sie ist ein Widerspruch, ein Oxymoron. Okay, so. Nächster Punkt. In dem Moment, wo du ganz klar gesagt hast, er ist ein eingeschränkter Gott geworden, hast du die Trinität zerstört, laut athanasianischem Glaubensbekenntnis, wo alle drei Personen gleichgestellt sind, koexistent sind und gleich ewig existieren. Das ist das athanasianische Glaubensbekenntnis. Du darfst in der zweiten Person keine Ausnahme machen. Das darfst du nicht. Obwohl du es musst, logisch gesehen. Das heißt, aus dieser Perspektive musst du sagen, oder sagst du auch, dass er sich geschränkt hat und somit kann er nicht gleichgestellt sein mit Vater und Heiliger Geist. Viertens, korrigiert mich. Du sagst, er hat sich entäußert, so wie Paulus das beschreibt. Das heißt, er hat, ich will dir keine Wörter in den Mund legen, seine Gottheit abgelegt. Hast du das gesagt so? Wie genau hast du es beschrieben? Ich habe von Teilen geredet. Das Beste ist, dass ich das den betreffenden Vers mal nenne. Moment. Ja, von Paulus, wo er sagt, und er entäußerte sich. Mhm, ja? Genau. Okay, das und heißt, du sagst... Anders möchte ich sagen, als das, was da steht. Okay, gut. Das heißt, Paulus sagt, er entäußerte sich. Entäußern bedeutet, bestimmte Eigenschaften ablegen. Auch das widerspricht dem athanasianischen Glaubensbekenntnis. Weil die zweite Person der Trinität hat nicht etwas von seiner Gottheit abgelegt, sondern sie hat eine zweite Natur angenommen. Das steht im athanasianischen Glaubensbekenntnis. Das heißt, er hat nicht seine, sondern er hat zu seiner Gottheit als zweite Person eine menschliche Natur angenommen. Das heißt, du musst hier entweder die Kenosis-Lehre vertreten, die 19. Jahrhundert oder so entstanden ist durch die biblischen Gelehrten. Oder du gehst zu dem nicht mal Ursprung, sagen wir Sekundärursprung, zum athanasianischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt, dass er eine zweite Natur annahm. Diese beiden Ideen können nicht vereint werden. Entweder hat er eine zweite Natur angenommen oder er hat seine Gottheit entäußert, indem er bestimmte Eigenschaften abgelegt hat. Aber abgesehen davon, ich möchte eigentlich nur, weil wir haben heute sehr, sehr viele Bibelverse zitiert und haben quasi gesagt, dass das auch nicht aus der Bibel extrahierbar ist. Aber was sagt der Koran dazu? Der Koran entmystifiziert Jesus, Friede und Segen mit ihm. Und all unsere christlichen Mitmenschen können sich diese Verse in Sura al-Maryam, ja, bezogen auf Maria, die Mutter von Jesus, Friede und Segen mit ihm, wo Allah die Rede von Jesus zitiert und ganz klar darstellt, wer Jesus ist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Jesus sagte: Ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich, wo immer ich bin, und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم يلدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Isa, der Sohn Mariams. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad, subhanahu idha qada amran fa innama yaqula lahu kun fayakun. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm, wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur sei und so ist es. Isa sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dient ihm, das ist ein gerader Weg.